Hallo Leute, willkommen auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch, wie man richtig aus dem Cyclocross-Bike aufspringt. Los geht's. Ja, die meisten Leute springen dann im Zwischenschritt auf. Das dauert viel länger als normales Aufspringen. Ich zeige euch mal, wie sie kurz aufspringen. Sie springen meistens so auf. Es dauert viel länger. Und kostet mehr Kraft im Bein. Eigentlich muss man quasi so in einem Zug aufspringen. Außerdem haben wir mit dem Zwischenschritt noch einen anderen Unterschied. Es gibt Leute, die springen hier so hoch auf das Bike, so oben drüber und lassen die Beine hinten. Ich mache mal kurz ein kleines Beispiel. Also wir fahren hier so. Aber viel schneller wäre es, wenn ihr hier so über den Sattel kleidet und dann gleich einklickt. Ich muss das Pedal zurechtstellen. Das sieht dann ungefähr so aus. Auch sehr wichtig fürs Aufspringen ist die Pedalstellung. Meist steigt man hier so zwischen Unterrohr und Sitzrohr ab, damit das, also die Rechtsfüßler sollten dann das Pedal hier dazwischen haben und die Linksfüßler halt auf der anderen Seite. Hier. So. Weil dann können sie, wenn sie draufspringen, genau gleich mit dem Schuh einklicken, müssen sich, wenn es so ist, hier erst so nach dem Pedal suchen. Das ist viel besser so. Ja, das war unser Video zu dem Aufspringen auf ein Cyclocross Bike. Beim nächsten Mal zeigen wir euch, wie man richtig absteigt. Und vielleicht lasst ihr ein Abo da und bewertet unser Video, wenn wir was verbessern können oder nicht. Vielleicht könnt ihr ja schon aufspringen. Oh, das hat euch geholfen. Dann lasst mal ein Like da. Danke. Okay.